Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Es gibt wieder mal einen kleinen Vlog, weil Vladi nicht da ist und ich ein bisschen was in dieser Wohnung verändern wollte. Also meine Eltern kommen gleich und dann wollten wir zum Poco fahren, um dann halt einfach mal ein bisschen zu gucken, was es da so gibt. Also ich habe Vladi mal so angedeutet, dass ich eigentlich gerne eine neue Couch hätte und auch einen neuen Esstisch. Er meinte, nein, brauchen wir nicht. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, auf jeden Fall Vorhänge zu kaufen, damit er auch das Problem beim Streamen nicht mehr hat mit der Sonne und dass es vielleicht einfach nicht mehr so warm wird. Also ich möchte halt so Thermovorhänge haben. Deswegen fahren wir gleich gucken. Ich nehme euch mit und ja, viel Spaß mit dem Video. So, wir sind im Auto. Wow. Wir fahren jetzt auf jeden Fall in den Poco und gucken mal, was wir da so finden. Ich möchte eigentlich alles neu haben am liebsten, aber... Auf der Straße, wieso? Was ist denn los mit euch? Wir haben ein Lied gefunden im Internet. Da sitzen sie. Ich hab dich noch nicht mal gefilmt. Nee, scheiße. Ja, ich verstehe nicht. Ihr tragt immer Masken und seid immer noch nicht gut im Maske tragen. Ich glaube, wenn wir irgendwann keine Maske mehr tragen müssen, ist das komisch. Vova würde mich umbringen, aber ich will diesen Teppich, ey. Boah, ist der geil. Den Teppich. Nein, das Lama. Nur noch heute, Pap. Nur noch heute 60 Euro. Im Angebot, ne, Niki? Ja. Einfach mal gerade wieder 120 Euro da gelassen. Aber ich habe jetzt die Gardinen. Oder Vorhänge, wie man es auch immer nennen mag. Und Papa hat mit einem Russen diskutiert, dass man diese Stange, dass die ausziehbar ist auf 3 Meter. Er hat gesagt, sagt er so, wenn das nicht auf 3 Meter geht, komme ich wieder. Fängt er an, auf Russisch mit dem zu reden. Der so, ah ja, jetzt sehe ich, funktioniert. Jetzt gehen wir noch zu Obi, gucken, ob wir da Fliegengittertüren finden. Damit Jason nicht immer rauslaufen kann. Vor allem bei einer Tür ist das halt wichtig. Die andere kann man ja noch auf Kipp machen, die andere aber nicht. Schon seit keine Ahnung wie lange. Deswegen müssen wir mal gucken, ob es das gibt. Das hätte mich jetzt einfach mal 100 Euro gekostet. Mit Kürzungen für Papa und allem drum und dran. Also voll viel Arbeit für Vater. Deswegen habe ich gesagt, nee, scheiß ich drauf. Ist mir zu teuer, ist mir zu viel. Mach ich nicht. Ja, ganz ehrlich, Vladi hätte mich umgebracht, ne? Der packt einfach am Arsch der Welt. Man muss einen Kilometer gehen bis zum Eingang und wieder zum Auto zurück. Ja. Mann, alles so teuer. Alles so teuer. Ich habe eigentlich gar kein Geld mehr. Ich muss auf jeden Fall Wäsche machen. Ganz dringend. So, wir haben auf jeden Fall die Vorhänge ja gekauft. Die Türen waren mir einfach zu teuer. Das war es mir nicht wert. Also wir dürfen halt hier drin nicht bohren. Also an den Türen, an den Fenstern da. Sonst hätte ich nämlich schon längst so ein Katzennetz oder sowas gekauft, damit Jason halt nicht aufs Dach klettern kann. Aber das dürfen wir nicht. Deswegen hätte ich dann so extra Dinger kaufen müssen, damit man halt diese Türen draußen nicht anbohren muss. Und das ist mir zu teuer. Nö, das sehe ich einfach nicht ein. So, wir sind auf jeden Fall zu Hause. Wir essen jetzt was. Ich habe so Hunger. Was isst du da schon? 30 Gramme. Ja, ich mache uns auf jeden Fall Essen warm. Meine Eltern haben uns Essen mitgebracht, als hätte ich nichts zu essen zu Hause. Und ja, das mache ich uns warm, dann essen wir und dann müssen wir aufräumen. Ich habe keine Lust. Aber. Verstehe ich nicht. So, ich habe gerade gestaubsaugt und Staubgewicht. Und ein Rätsel gewicht. Wollte ich gerade sagen, Nicole hat mir ein Rätsel gemacht zur Abwechslung, damit ich kurz nicht aufräumen muss. Das habe ich jetzt mit Bravour bestanden und muss aber die Überraschung jetzt noch abwarten, bis ich bei denen bin. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist nicht fair. Ich habe eine Überraschung gewonnen, die zu Hause bei ihr ist. Das ist doch echt unfair. So, ich muss nur noch Badezimmer schnell sauber machen und dann bin ich fertig. Der Teppich, der bringt mich jedes Mal um. Deswegen hasse ich diesen Teppich. Deswegen will ich, dass dieser Teppich weggeht. Wir verkaufen wir ihn. Ja, hoffentlich kriegen wir den verkauft. Ich bin fertig mit Aufräumen. Hab mir noch meinen Nagel kaputt gemacht gerade. Jetzt gucken wir mit Niki noch einen Film. Und zwar Yesterday.
will sie gucken. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber wir schauen einfach mal. Das ist, dann müssen die Eltern einen Tag Ja sagen. Aha, okay. Ja, den Film gucken wir auf jeden Fall jetzt und danach ist eigentlich auch schon Schlafenszeit. Morgen werden die Vorhänge auf jeden Fall dran gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber Vladi weiß davon gar nichts. Das heißt, ihr seht auch das Video erst, wenn Vladi wieder da ist. Und ja, das heißt, wir sehen uns morgen wieder, wenn die Vorhänge gemacht werden. So, meine Eltern sind bereits da. Ah, ich habe fürs Badezimmer so eine Stange, so eine neue geholt, weil, Moment, ich zeig's euch, hier so ein Aufbewahrungsding. Weil das ist schon voller Rost, das ist eklig. Deswegen habe ich mir ein neues geholt jetzt. In weiß. Und ich glaube, oder Papa meinte halt, dass es dann nicht mehr rosten kann, weil das halt so eine andere Struktur hat. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Eigentlich bin ich nur hier, um zuzugucken. Papa macht alles selber. Mein Papa hat das Ding wieder zugeschraubt, weil das immer abgefallen ist. Und das Ding jetzt auch schon aufgebaut. Das heißt, das ist schon mal erledigt. Und jetzt kommen die Gardinen. Mutter, du liebst mich nicht. Aber geht das nicht kaputt mit Regeln? Nur was weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es gut, die Tür, ne? Ja. Ist das, ja, das ist gut, der Papa ist, wenn ich schon nicht weiß, der Papa ist. Mhm. Ich filme Mama, wie die meinen Vorhang bügelt. Okay. Und ich einfach wieder nichts tue. Boah, weil ich. Müssen wir nicht erstmal Gardinen draufhängen? Da. Erstmal nicht. Wieso? Warte mal. Так, если сейчас мы сделаем, мы гардины не оденем, да? Нет. Поэтому нам надо сперва одевать гардины и вдвоем держать. Да. Так. Как мы их сделаем? Не знаю, что тут случилось. Я во льду nicht richtig gehalten hast. Ach so, okay. Du musst ja raus. So, Jason ist hier ein bisschen am Erkunden. Ich weiß nicht, ob eigentlich sind die halt ein bisschen zu kurz, aber meine Mama meinte, eine dritte wäre dann zu viel. Deswegen, ja. Sie meinte aber, nachdem, also sie hat das jetzt gebügelt, dass sich das noch ein bisschen ausweitet. Aber so kommt das auf jeden Fall nicht so ganz rein jetzt. Ne, Jason, wie findest du es? Ja, Vladi weiß es auf jeden Fall noch nicht. Ich bin gespannt, wie er reagiert. Leute, ich habe übrigens jetzt wieder alles hier draufgestellt. Und es sieht eindeutig viel schöner aus so. Dies gefällt mir, das schöne Weiß. Wir sind jetzt bei Poco angekommen. Wir gucken jetzt mal nach Sofa und sowas. Also nach Sofas, Couch. Eigentlich nur nach einem Sofa, also nicht nach mehreren. Aber wir gucken... Weil wir nur eine kaufen müssten, theoretisch. Also mal gucken, wenn es so wirklich eine günstige gibt, so 200, 300 Euro, was ich bezweifle. Wir brauchen halt nur eine kleine. Vielleicht kann man dann eine holen. Aber Vova wäre, glaube ich, echt sauer auf mich, wenn ich eine Couch kaufen würde. Ja, aber wir brauchen auf jeden Fall diese Bügel. Kleiderbügel! Kleiderbügel heißt. Kleiderbügel brauche ich. Ich dachte, wo man Wäsche hängen. Ja, das ist ein Kleiderbügel. Nach dem Wäsche hängen. Waschen. Ja, deswegen gehen wir auf jeden Fall jetzt mal gucken. Das ist kein Sofa. Das ist ein Bett. Sofa-Bett. Och, Niki, ey. Das hier finde ich eigentlich ganz cool. Aber ist mir auch schon zu teuer. Ja, voll die Traumküche. Für mich mit so einem, mit so einer Kochinsel mäßig. Hier würde halt noch so ein Herd fehlen dann. Nicht hier, sondern auf der Kochinsel hier so. Das wäre geil. Ich höre es euch, mit Nicole irgendwo hinzugehen, ne? Kann so unangenehm werden.
ich die an, ey. Komm jetzt. Das sieht auch voll cool aus. So ist perfekt, ey. Mann, ich möchte unbedingt ein Haus haben. Was? Ich möchte ein Haus haben, bei dem ich alles Mögliche umdekorieren kann. Aber dafür brauche ich auch noch genug Geld dann, um mir das alles leisten zu können, was ich will. So, wir waren jetzt wie lange im Poco? Bestimmt eine Stunde. Und haben gekauft 2 Sets von diesen Kleiderbügeln. Und die waren sogar im Angebot. Das war anstrengend, ne? Nö. Ich fand's anstrengend. Ich war mit dir. Im Aufzug ohne Regina. Sie hat sich nicht getraut. Ja. Sie war zu faul, ins Aufzug. Nee, du warst zu faul, um die Treppen zu gehen. Ich bin es ja waren die 33 Treppen. Ja, toll. Hallo, Regina. Hallo. 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 Jetzt hab ich noch was. Noch eine. Oh, Maus, ey. Hallo. Bist du jetzt glücklich? Ja. Komm. Okay, das freut mich. Können wir jetzt? Ja. Super. Gut, ich bin fangen. Okay. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Ich weiß nicht, was bei Eichhörnchen im Kopf vorgeht. Warum nicht? Oh Mist, der, pass auf! Achtung! Schon da, ich bin doch schon da, hier bin ich doch. Hier, hallo! Hier. Wo sind wir gerade? Spielplatz. Auf einem Seilbahn. Ja, auf dem Spielplatz. Ein Fantasialand. Ob ich Bock habe, weiterhin dich hier hin und her zu schleppen? Ja! Nein! Deswegen schmeißen wir dich jetzt weg. Halt dich gut fest. Bereit? Stopp! Und weg ist sie. Und das mache ich jetzt schon zum 30. Mal. Ey. Ich kann nicht mehr. So, der Vladi kommt bald nach Hause. Und ich bin gespannt, was er zu den Vorhängen jetzt sagt. Weil er davon halt immer noch nichts weiß. Er hatte mich gefragt, was ich im Poco gekauft hatte. Und daraufhin habe ich gesagt, Bettzeug und all so ein Bullshit halt. Er hat es mir abgekauft. Deswegen bin ich mal gespannt, was er zu den Vorhängen sagt. Ob er das im Badezimmer überhaupt bemerken wird. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn er bald wieder da ist. Die dritte Woche jetzt war echt anstrengend. Also die hat sich so richtig lang gezogen. Und ja, wie gesagt, ich wollte auf jeden Fall eigentlich viel mehr kaufen. Ich hätte gerne eine neue Couch und einen neuen Esstisch. Dadurch, dass wir aber momentan eh anders planen, lohnt sich das vielleicht nicht. Vielleicht schon, keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Deswegen habe ich es erstmal gelassen. Wir gucken mal, ob wir was Neues holen. Aber die Vorhänge mussten auf jeden Fall sein. Also ich glaube, die werden ihm auch beim Stream ziemlich gut tun, wenn dann die Sonne nicht mehr so auf die Kamera geht. Ich melde mich auf jeden Fall wieder, wenn er da ist und gucke mal, ob er irgendwas bemerkt. Also die Vorhänge sind eigentlich nicht zu übersehen, weil ganz im Ernst jetzt, die sind nicht zu übersehen. Da ist er! Da ist er wieder! Was kommt drauf? Was ist das denn? Das brauchen wir doch. Ach, ist egal. Das ist voll gut, weißt du, wie heiß es war und die machen das halt nicht, dass es nicht so heiß ist. Aber dann doch keine schwarzen. Doch, die halten das ja raus. Das sind so Thermodinger. Ach so. Du brauchst es jetzt nicht umzuschalten. Ich habe jetzt gerade das Video geschnitten und mir ist aufgefallen, ich habe noch gar nicht gesagt, Vladi hat auch direkt beim Duschen das neue Ding gesehen und meinte dann, was habe ich alles gekauft? Ich hätte am liebsten alles Mögliche gekauft, habe ich auch zu ihm gesagt. Es ist jetzt nicht wirklich viel Veränderung, aber es reicht eigentlich fürs Erste. Wie findest du die Vorhänge inzwischen? Schön. Seht ihr? Habe ich gut gemacht. Habe ich sehr gut gemacht. Das war's auf jeden Fall mit dem Video.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein etwas längerer Vlog geworden. Und ja, bis zum nächsten Mal.